Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht ja regelmäßig Videos hier bei mir auf dem Kanal, die über Motorola Smartphones gehen. Ja, ich mag Motorola und hier jetzt vor mir das Motorola Edge 30 Pro. Also, ich sag mal, das Flaggschiff zurzeit von Motorola. Wir schauen uns das Gerät heute im Unboxing und Ersteindruck an. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Bei den Verpackungen könnte sich Motorola langsam auch was überlegen. Die, ja, sage ich mal, übliche, schlichte Aufmachung ist jetzt doch langsam, ja, in die Jahre gekommen. Wir haben es jetzt schon ein paar Jahre immer so, ich sag mal, die dunkle, ja, lila-blau Farbe und dann halt hier der Schriftzug und das war's. Schade, da könnte langsam doch etwas am Design geändert werden. Hier oben Ready 4 kompatibel, also hier das Gerät natürlich für die Plattform von Motorola geeignet. Da könnt ihr das Smartphone mit dem TV verbinden und dann auch Games, die ihr im Play Store runterladen könnt, auch auf dem großen Fernseher dann schön mit Controller und alles zocken könnt. 5G natürlich, hier Motorola Zeichen Edge 30 Pro. Wie gesagt, es ist das Flaggschiff. Wir ziehen es direkt auf und dann schauen wir uns das Gerät direkt auch mal an. Eine kleine Änderung fällt mir direkt auf. Das Gerät liegt nicht in einer Silikonschutzhülle. Ich bin gespannt, ob eine Silikonschutzhülle dabei liegt. Wir haben die schöne Farbe, wie nennt man die? Cosmo Blue. Es gibt noch Stardust White. Ja, ich glaube, das Weiße hätte ich dann doch lieber gehabt. Aber kommen wir gleich dazu. Erst den Lieferumfang schauen wir uns weiter an. Wir haben hier, ja, eine Silikonschutzhülle ist dabei. Ich sehe sie schon. Auch hier, wie üblich, das SIM-Check-Tool. So rum geht's raus. Legen wir auf Seite. Dann hier Safety Information, User Guide, alles was man so dabei hat und dann halt hier die angesprochene Silikonschutzhülle in so einer Folie drum. Also Motorola macht es doch wieder anders und packt das Gerät wie sonst auch vor direkt ein und legt somit in die Verpackung. Dann braucht ihr nicht noch eine Tüte für um die Silikonschutzhülle. Ja, das war's. Jetzt geht's weiter mit dem Kabel. Das Gerät war natürlich schon bei Vortestern, aber trotzdem vielen Dank an Motorola Deutschland für die Leihgabe. Und hier, ich sag's immer wieder bei Motorola Smartphones, ich finde es super, dass Motorola der Vorreiter macht und es hat auf beiden Seiten USB-C. Also da müssen doch einige Hersteller noch nachlegen. Natürlich haben auch einige Hersteller, wie zum Beispiel Samsung, auch USB-C auf USB-C, aber diese wiederum haben kein Netzteil im Lieferumfang und das ist bei Motorola standardmäßig immer noch dabei. 68 Watt Netzteil, Turbo Power nennt Motorola das und der verbaute Akku 4800 mAh. Motorola sagt, in 15 Minuten ist er 50% aufgeladen. Und man kann das Motorola Edge 30 nicht nur mit dem Netzteil laden, sondern jetzt hat endlich Motorola auch mal ein Smartphone, welches man mit Wireless, also über Wireless Charging laden kann. 15 Watt Wireless Charging und 5 Watt Reverse Wireless Charging. Also ihr könnt zum Beispiel Kopfhörer, die das unterstützen, hier hinten drauflegen und dann das Case dann aufladen. Das ist wirklich super. Oder halt andere Smartphones. Also da finde ich wirklich gut, dass Motorola das auch endlich mal verbaut in seinen Smartphones. 799 Euro UVP ist natürlich auch ein stolzer Preis, aber wir kommen gleich zur weiteren Ausstattung. Links findet ihr zum Motorola Edge 30 Pro natürlich unten in der Videobeschreibung. Das war's, was hier in der Verpackung ist. Kommen wir zum Gerät und ich habe wirklich lange überlegt, ich habe mir es vorher schon mal angeguckt, weil die Verpackung eh auf war, hier hinten, ob das Glas ist oder Kunststoff, das ist heutzutage ja gar nicht mehr so einfach, aber Motorola selbst hat es bestätigt, es ist Glas hier auf der Rückseite, hier das Motorola-Zeichen und hier sehen wir trotzdem keine CE-Zeichen, sondern die sind hier bei Motorola immer hier auf der Unterseite drauf, zumindest bei den meisten Geräten und nicht hier so unschön auf der Rückseite. Hier das Motorola-Logo, früher war hier noch ein Fingerabdrucksensor dann drin versteckt, aber das macht Motorola bei seinen, ja, Flaggschiff-Modellen natürlich nicht mehr. Der Kamerabump ist relativ mächtig, dazu kommen wir natürlich gleich, was die Kamera alles so hergibt, also die verbauten Sensoren, das wisst ihr, wir kommen zum Rahmen und der ist aus Kunststoff, obwohl unten drunter es sich anhört, als ob da auch Metall drunter ist. Hier auf einer nicht schönen Höhe
ist der Powerbutton und es sieht so aus, als ob da auch der Fingerabdrucksensor drin ist. Und wenn das ist, wenn das der Fall sein soll, ist das natürlich auch hier viel zu hoch angesetzt, was der Powerbutton mit Fingerabdrucksensor angeht. Noch weiter drüber ist dann die Lauter- und Leiser-Wippe, also da könnt ihr gar nicht dran kommen, sondern da müsst ihr wirklich komplett umgreifen. Finde ich rätselhaft, warum Motorola das immer noch so hoch ansetzt. Auf der Oberseite haben wir ein erstes Mikrofon und natürlich auch Fingerabdrücke, sehe ich gerade. Der ist natürlich hochglanzpoliert, der Kunststoffrahmen. Links haben wir gar nichts. Unten dann der SIM-Schacht und da pieksen wir mal kurz rein und schauen, was da Motorola uns anbietet. Wir haben hier eine SIM-Karte und eine zweite SIM-Karte, also keine Möglichkeit, den Speicher per MicroSD-Karte zu erweitern. Da gibt es auch keine Auswahl, zumindest habe ich keine gefunden. Es gibt nur eine Version, nach meiner Sicht 256 GB interner Speicher. Und da finde ich, der ist doch relativ hoch angesetzt, was wirklich sehr cool ist. Da braucht man auch nicht unbedingt dann hier noch eine Speicherweitung. Die SIM-Karten sind übrigens beide 5G-fähig. Und wir haben eine IP-Zertifizierung, IP52, hier der kleine Dichtungsring, aber das heißt wasserabweisendes Design, also passt auf, das Gerät bitte nicht in Wasser tauchen. Wir haben hier unten einen USB-C-Anschluss und das ist bei Motorola standardmäßig, weil jetzt fast alle Geräte Ready4-kompatibel sind. 3.1, also DisplayPort 1.4, unterstützt hier für die Übertragung an euren TV-Geräten. Ja, kommen wir zur Größe und es ist nicht klein, 75,9 mm auf 163 mm in der Höhe. Wir haben 8,7 mm in der Dicke, das ist vollkommen okay und auch okay sind die 196 Gramm. Jetzt schalten wir das Gerät mal ein, hoffen, dass noch ein bisschen Power drauf ist. Jawohl, es startet und auf der Front haben wir ein 6,7 Zoll P-OLED-Display, also ein AMOLED-Display mit Full HD Plus Auflösung, 1080x2400 Pixel. Und? Hallo Motto. Jawohl, hallo Motto, ist auch wieder da. 387 ppi, 144 Hertz Bildwiederholungsrate, finde ich wirklich sehr gut. OLED und 144 Hertz machen nicht viele Hersteller. 360 Hertz Abtastrate und in der Spitze kann das Display 700 Nits hell werden. Kann man dann schon einiges ablesen bei direktem Sonneneinstrahl. Könnte es natürlich auch noch ein bisschen heller sein, aber 700 ist schon okay. Aber wie gesagt, Konkurrenz macht da dann schon ein bisschen mehr. HDR10 Plus Zertifizierung haben wir hier auch natürlich. 10-Bit Farbtiefe, Gorilla Glass 3 auf der Front, da wurde auch ein bisschen gespart. Und hier oben haben wir dann die kleine Punch-Hole-Notch. Da drin versteckt, und das ist wirklich extrem krass, finde ich, haltet euch fest, Motorola, eine 60 Megapixel Frontkamera. Es ist ein Omnivision Sensor, der 60A mit einer Blende von f2.4. Also da bin ich wirklich gespannt auf diese Fotos. Und ihr könnt natürlich diese Fotos und auch Fotos und Informationen über das Gerät bei mir auf Social Media sehen. Ich blende euch hier oben was ein, folgt da gerne. Ihr könnt übrigens über die Frontkamera das Gerät per Gesichtserkennung entsperren, sowie natürlich auch über den Fingerabdrucksensor. Ja, Kameras auf die Rückseite, ganz schnell geswitcht. Hier haben wir schon die Anzeige 50 Megapixel. Hier nochmal ein Dualblitz und hier auch nochmal ein Annäherungssensor oder ein Mikrofon, wenn ihr am Video aufnehmen seid. Ich vermute mal eher das zweite, ein Mikrofon. Als Hauptsensor haben wir den 50 Megapixel Omnivision 50A. mit einer Blende von f1.8. Als Ultraweitwinkelsensor gibt es auch 50 Megapixel Samsung JN1. Diesen haben wir schon öfters jetzt in den verschiedensten Smartphones gesehen, mit einer Blende von f2.2, mit Makromodus und einer Weitwinkel von 117 Grad. Dass der Makromodus hier integriert ist, finde ich wirklich super. Das müssten alle Hersteller machen und nicht noch so ein Pseudo 2 Megapixel verbauen. Das hat Motorola wirklich gut gemacht. Aber ein 2 Megapixel ist trotzdem drin, ein 2 Megapixel Sensor. Es ist ein Bokeh-Sensor, also für die tiefen Unschärfe-Informationen ist dieser zuständig. Aber das hätte auch der Hauptsensor bestimmt alleine gekonnt. Aber sei es drum, mit einer Blende von f2.5. Ihr könnt mit dem Hauptsensor 8K Videos drehen in 24 FPS. 4K Videos 60 FPS kann der Hauptsensor und der Ultraweitwinkel und sogar der Makromodus im
also im Videoformat aufnehmen. 4K 60 FPS, finde ich wirklich super. Ihr habt eine optische Bildstabilisierung auf dem Hauptsensor, eine elektronische Bildstabilisierung auf dem Ultraweitwinkelsensor. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, die Videos per Ultra Stable Video Modus, nennt Motorola das auch, zu stabilisieren. Da leider nur in Full HD Auflösung. Ein Laser Autofokus ist aber auch mit an Bord. HDR, Nachtmodus, ein Digital Zoom und alles, was so der Kameramodus von Motorola noch so hergibt. Kommen wir auf die Front und dann schalten wir das Gerät nochmal ein und hier seht ihr den Einrichtungsprozess Android 12 mit natürlich den hauseigenen Motorola-Verbesserungen mit dem Hacken, dass dann die Taschenlampe über den Blitz hinten angeht oder das Twisten, dass dann die Kamera zum Beispiel startet. Das sind so übliche Moto-Gesten, die sich etabliert haben und die auch sehr, sehr beliebt sind. Wir richten das Gerät jetzt ein und dann sehen wir uns gleich in der Motorola-Oberfläche wieder. In der Motorola-Oberfläche angekommen, seht ihr, wenn ich mal was Helles anmache, und das mache ich jetzt auch mal, die ja doch relativ dünnen Displayränder. Also man kennt das von Motorola doch auch wesentlich dicker, aber es ist immer noch Luft nach oben. Ich weiß nicht, warum Motorola sich da so schwer tut, wirklich gescheite dünne Displayränder hinzukriegen. Es ist nun mal hier auch ein Flaggschiff, 799 €. Okay, Oberklasse, nenne es jetzt mal, für den Preis ist es Oberklasse, aber es hat durchaus auch Potenzial für ein Flaggschiff, für ein Premium-Smartphone, welches halt Motorola im Moment halt anführt. Ja, ihr seht, wie gesagt, dünne Displayränder und auch 144 Hertz Bildwiederholungsrate. Ihr habt die Möglichkeit, 60 oder 144 Hertz oder die KI entscheiden zu lassen, welche Bildwiederholungsrate genau die richtige gerade für die Anwendung ist, die ihr halt gerade nutzt. Ja, und hier Flaggschiff-Niveau, auch der verbaute Prozessor. Ihr habt hier den Snapdragon 8 Gen 1, also aktuell der beste Chipsatz von Qualcomm. Es ist ein Octa-Core mit 3,0 GHz. Unterstützt wird das Ganze von der Adreno 730 Grafikeinheit. 12 GB LPDDR5 RAM, 256 GB UFS 3.1 interner Speicher, der wie erwähnt nicht erweiterbar ist. Aber hier merkt ihr auch bei den verbauten inneren Werten, hier setzt Motorola wirklich ganz hoch an, 12 GB RAM, also ihr könnt damit wirklich jedes Game, das ihr im Play Store bekommt, ohne Probleme zocken. AnTuTu Benchmark-Punkte erreicht das Gerät 996.878 Punkte. Das ist wirklich ein guter Wert. Viele Smartphones, die auch den 8 Gen 1 verbaut haben, kommen über 1 Million, aber jetzt knapp über 1 Million oder knapp unten drunter an Punkte. Benchmark ist Benchmark, also das Gerät muss sich beweisen, indem dann die Dauer der Power halt auch beim Zocken gehalten werden kann und ob das Gerät auch heiß wird und so weiter, das muss man dann alles testen. Ja, ich habe es erwähnt, in der Konnektivität 2x 5G, die SIM-kartenfähig, LTE natürlich auch, 2,4 und 5 GHz habt ihr beim WLAN, auch der neueste Standard Wi-Fi 6E, NFC ist auch mit an Bord fürs kontaktlose Bezahlen, Bluetooth 5.2 und der verbaute Akku, ich habe es erwähnt, 4800 mAh stark. Und ja, ich muss es nochmal erwähnen, der Fingerabdrucksensor ist wirklich auch im Powerbutton hier verbaut. Er ist richtig hoch angesetzt, das ist wirklich schade. Er ist doch relativ schnell, also da kann man gar nichts anderes zu sagen, aber dass man halt hier immer umgreifen muss und leicht, ist halt wirklich blöd und er hätte hier Mitte des Gerätes wirklich einen besseren Platz gefunden. Ja, das soll es dann doch gewesen sein für das Video über das Motorola Edge 30 Pro. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.